Drachenmal ist die Geschichte von Saria Machon, einer jungen Frau, die als Leutnant in der Stadtwache dient. Saria gehört nirgendwo so richtig dazu. Sie ist Patrizierin, entstammt aber nur einer Nebenlinie des unbedeutendsten der sieben hohen Häuser, die in der Stadt das Sagen haben. Diese Stadt ist auch alles, was Saria kennt, denn sie ist von einem Moor umgeben. Und in diesem Moor gibt es Geister, die niemanden passieren lassen. Hoch über der Stadt thront eine Kathedrale, in der der mächtige Drache angekettet liegt. Nachts schwärmen die Jungen des Drachen aus und plagen die Bürger mit Albträumen. Wenn sie dann in die Kathedrale zurückkommen, frisst der Drache seine Jungen. Es gibt Medien, die in den Drachenträumen forschen und dort Geschmeide oder auch Dinge, die die Stadt benötigt, materialisieren und zurückholen in die wirkliche Welt. Die Jungen des Drachen haben auch noch eine weitere Aufgabe. Sie halten nämlich die Geister fern. Bis jetzt. Aber nun kommt es zu Zwischenfällen, die darauf hindeuten, dass die Geister ihre Furcht verlieren. Und die Stadt ist in Gefahr. Sarias Welt ist also bedroht und sie ist misstrauisch, denn sie hat das Gefühl, dass die Patrizier, die hohen Häuser, nicht die ganze Wahrheit sagen und manchmal auch direkt lügen. Jetzt könnte sie sich damit zufrieden geben und einfach die Rolle spielen, die ihr zugedacht ist, aber Saria war immer schon sehr eigensinnig und darum entschließt sie sich, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Wenn Sie Saria dabei begleiten wollen, dann lade ich Sie herzlich ein. Lesen Sie Drachenmal.